Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich bin dumm. Dafür kann ich halt hormonfrei verhüten. Ja. Auf meinem Bett benutze ich Pigmente. Ich glaube dir auch, ist eine geile Idee, oder? 2 Uhr nachts. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt wieder ein Style and Talk. Und dazu habe ich euch einmal auf meinem Instagram nach ein paar Style and Talk Fragen gefragt, die ich euch jetzt alle beantworten werde. Und natürlich, weil es ist diese Christmas-Zeit, werde ich mich währenddessen einmal fertig machen. Falls ihr mir noch nicht auf Insta folgt, würde ich euch das raten, denn dann verpasst ihr nichts. Was eine tolle Eigenwerbung, ich glaub's ja nicht. Als erstes muss ich erstmal eine Pflege auftragen, das ist echt immer super wichtig, dass wir gleich perfekt starten können. Bleibt übrigens auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es gibt was zum Gewinnen. Wir starten mit der Foundation von Anastasia Beverly Hills. Und Leute, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk im Thema Make-up euch gewünscht habt, dann wünscht euch die. Die ist heftig. Liebe die. Die ist so zart und fühlt sich so toll an, aber deckt dennoch, wie ihr hier seht, perfekt ab. Die erste Frage ist, wie würde es dir gehen, wenn Marcello zur Bundeswehr müsste? Ich habe mir ohne Scheiß noch nie in meinem Leben darüber Gedanken gemacht. Also freiwillig würde er das auf jeden Fall nicht, aber wenn er müsste, was soll ich dann tun? Ich würde ihn also niemals deswegen verlassen, denke ich mal. Ich bin nicht in der Situation, aber eigentlich nicht. Also jetzt aus meinem Standpunkt würde ich ihn nicht dafür verlassen. Aber ich finde es halt einfach scheiße. Also ich kenne ja schon eine Woche nicht ohne ihn. Und bei der Bundeswehr ist er ja noch länger weg und ist ja auch noch gefährlich. Und Leute, nee, das wäre nichts für mich. Also ich wäre wie gesagt für ihn da und würde es mit ihm durchstehen, aber... Mir wird es auf jeden Fall während des nicht gut gehen. Weiter mache ich mit dem Concealer von NARS. Davon braucht ihr nur echt wenig. Der deckt so heftig. Der Hype ist es wert. Wie oft siehst du Marcello in der Woche? Derzeit, weil wir uns ja über Ausziehen und so informieren und sehr viel Wohnungen besichtigen, sehen wir uns echt ziemlich oft, weil die Wohnungsbesichtigungen, da passen wir uns natürlich die ganze Zeit an und fahren deswegen hin und her. Besser gesagt, ich fahre hauptsächlich zu ihm, weil wir halt bei ihm eher in der Gegend nach Wohnungen schauen und eher in seine Richtung zusammenziehen möchten. Aber ansonsten sehen wir uns eigentlich immer Mittwochabends, also unter der Woche sonst halt nicht, außer Mittwochabends, weil wir halt unter der Woche immer sehr viel arbeiten. Das ist wie so mit Anführungszeichen, ohne Anführungszeichen. Wir arbeiten halt unter der Woche sehr viel und am Wochenende nehmen wir uns immer Zeit füreinander. Das bedeutet, wir sehen uns dann wieder Freitagabends und sehen uns das ganze Wochenende bis Montagmorgens und dann halt wieder ein paar Tage nicht. Ich benutze übrigens von der Anastasia Beverly Hills Palette jetzt diesen hellsten Ton, den die meisten Leute eigentlich fürs Highlighten benutzen, um mein Gesicht zu setten. Aus der gleichen Palette nehme ich noch diesen sehr kühlen Ton, aber der ist echt heftig zum Konturieren. Die Palette ist allgemein so farbintensiv. I love it. Ich zeige euch hier übrigens nur Produkte, die ich feiere. Also, you know, es ist keine Werbung, aber ich feiere die Produkte einfach. Seht ihr das? Die sind einfach so heftig intensiv. Wie viele Kinder möchtest du haben? Also erstmal, ich bin noch so jung. Ich möchte erstmal noch gar keine Kinder. Aber wenn man da irgendwann davon redet, wie gesagt, mit der 10 Jahre, meine Vorstellung ist halt, man redet natürlich immer wieder so für sich und hat für sich schon mal so ein bisschen was festgelegt. Und mal, also was heißt festgelegt? Halt darüber geredet, mit Freundinnen und so, was man sich so vorstellen würde. Und für mich persönlich wäre eine Traumvorstellung so ein Kind, zwei, aber ich glaube, mehr wäre nicht. Ich glaube, es ist, wenn man das erste Kind, da denken sie, oh toll, ich will noch eins und noch eins und noch eins. Keine Ahnung, ich habe ja eine Schwester, deswegen für mich, ich finde zwei Kinder ist was sehr Ideales. Ich finde auch ein Kind ist was richtig Cooles, dann kann man dem einen Kind voll die Aufmerksamkeit schenken, die man halt hat und die Zeit. Man kann natürlich auch allen Kindern, wenn man 3, 4 Kinder hat, die Aufmerksamkeit schenken, aber ich habe einfach in meiner Vorstellung mich mit einem oder zwei Kind. Und ich weiß auch von Marcello zum Beispiel aus, sie sind ja 3 Kinder und er ist halt so, 3 Kinder ist so ideal für ihn. Für ihn ist es was voll, voll Schönes. Ein Kind würde für ihn nicht in Frage kommen. Für mich ist es so. Wieso? Gut, dass ich das immer entscheiden darf, ne? Wenn es denn mal soweit wäre. Also prinzipiell vom Ausführen her, wenn ich sage, nee, geht niemand, dann geht's halt niemand. Aber wie gesagt, bis dahin ist viel Zeit, da vergeht noch viel. Da denke ich mal, kann man sich ja noch viel Meinungen anhören und seine Meinung vielleicht auch ändern. Weiter geht's mit der Anastasia Beverly Hills Promenade Eyebrow Ding. Ich habe den Caramel. Ihr wisst allgemein, ich finde die Anastasia Beverly Hills Produkte alle sehr, sehr gut und ich benutze das auch schon so ewig. Also wer meine Videos verfolgt, weiß, I'm in love. Wie geht ihr in der Beziehung mit Streit um? Schlaft ihr dann trotzdem im gleichen Bett oder nicht? Etc. Also wenn wir uns streiten würden, so dass wir jetzt sagen würden, ich will nicht mehr bei dir in einem Bett schlafen, was noch nie vorkam,
denke ich mal nicht, dass er jetzt zum Beispiel auf der Couch schlafen würde und ich im Bett schlafen würde oder andersrum, sondern ich glaube, wir würden einfach nach Hause fahren, weil dann ergibt es auch keinen Sinn, dass man überhaupt noch beieinander schläft und das Thema sich noch aufspitzt, weil dann braucht erstmal jeder Zeit für sich. Ja, wir versuchen eigentlich auch immer, wenn irgendwas ist, was den anderen stört, das zu klären, bevor wir schlafen, weil mit Negativität einzuschlafen klappt eh nicht. Also das ist halt einfach scheiße und nicht produktiv. Aber dennoch ist es leider schon mal vorgekommen, dass wir, oder das öfter schon mal vorgekommen, dass meistens ich beleidigt dann eingeschlafen bin. Aber manchmal brauche ich auch einfach meine Zeit, wenn mich irgendwas stört und ich kann es nicht sagen, brauche ich meine Zeit so für mich, um darüber nachzudenken. Und meistens, wenn ich dann schlafe, ist der Streit für mich in meinem Kopf wieder vergessen und ich kuschel mich direkt wieder an ihn ran, weil ich ihn halt einfach lieb habe und weil ich ihm nicht böse bin, sondern einfach, weil ich ein bisschen beleidigt in meinem Kopf bin. Deswegen ist, glaube ich, auch das trotzdem gemeinsam schlafen ganz gut, wenn man sich dann unterbewusst im Schlaf wieder zueinander kuschelt. Ich mache da jetzt meine Augenbrauen ein bisschen anders, ist euch mal aufgefallen? Ich benutze jetzt einmal meine Eyeshadow Base, damit wir gleich hier richtig mit dem Color Stuff anfangen können. Und auch diese Eyeshadow Base, Leute, ich empfehle sie euch, sie ist so geil. I love it. Die kostet 10 Euro und die hält euch Ewigkeiten, wirklich Ewigkeiten. Und ihr zaubert damit so schön ebenmäßige Ergebnisse. Also wirklich, ich liebe sie. Wieso denkst du, Beziehungen in einer Klasse funktionieren nicht? Ich benutze jetzt übrigens hauptsächlich die Tarte Palette, da die genau die Töne hat, die ich will, und starte direkt auch mit so einem hellen mit einem hellen Ton, um mein Auge zu sättigen. Erstmal, ich würde nie irgendwas verallgemeinern, also auch wenn ich mal ganz klar meine Meinung zu irgendwas sage, heißt es nicht übergreifend über alles, sondern ja, einfach zu dem speziell jetzt und nicht alles verallgemeinert, weil es gibt immer Ausnahmen etc. Und deswegen, natürlich, es kann funktionieren, es kann sehr gut funktionieren. Und die Schule ist auch ein guter Treffpunkt, um Freunde zu finden und vielleicht auch die Liebe zu finden. Wieso ich es aber grundsätzlich als schwer empfinde oder von mir, aus meiner charakterlichen Ansicht her, schwer empfinde, ist einfach, man sieht sich wirklich jeden Tag und meistens viele, sage ich mal so, sind dann eher schon diese Kindergartenbeziehungen, die wo sagen, oh, ich liebe den in meiner Klasse. Aber natürlich gibt es auch super viele echte, aber ich, also was heißt echte? Richtige Beziehungen. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, meistens, wenn welche in der Klasse zusammen waren, und deswegen ist es für mich halt, wenn ich daran denke, denke ich halt, das funktioniert nicht, sind es halt diese typischen Kindergartenbeziehungen gewesen. Deswegen, ich habe damit wirklich nichts Gutes verbunden und auch nichts, was für mich eine richtige Beziehung war. Das heißt aber nicht, dass eine echte Beziehung nicht funktioniert in der Klasse oder sowas nicht unmöglich ist oder dass ich denke, sowas ist zum Scheitern verurteilt. Ich mache heute mit diesem Cappuccino-Braun, würde ich das jetzt mal nennen. Ich meine, wie gesagt, einfach damit, dass es halt schwierig ist, wenn man sich jeden Tag sieht, auch weil dann viele die Beziehung halt führen nur im Klassenzimmer und die nicht drüber hinausgeht, also dass man sich auch privat trifft, sondern man ist halt zusammen, wenn man in der Schule ist. Und wenn dann halt die Schule vorbei ist und man geht zwei unterschiedliche Wege, merkt man so, hey, unsere einzige Gemeinsamkeit war die Schule. Und das sehe ich halt da als Problem in Anführungszeichen. Und deswegen würde ich sagen, es ist einfacher, wenn man jemanden kennenlernt, ganz ohne klassische Verbindung zur Schule, wo man da halt auch gar nicht abhängig ist und sich wirklich komplett im Privaten trifft. Aber natürlich gibt es Beziehungen, die zu 100% im Privaten stattfinden, die dennoch in der Klasse sind. Deswegen, wie gesagt, ich will das nicht verallgemeinern, aber das ist mein grundsätzlicher Standpunkt, wo ich sage, ich finde es einfach schwierig in der Klasse. Und auch, weil halt eine Schule meistens mit sehr vielen negativen Eigenschaften verbunden ist und dass deswegen man auch schneller gereizt ist in der Schule und so es auch öfters, meiner Meinung nach, zu Streitereien in der Beziehung kommen könnte. Was isst und trinkst du am liebsten? Also trinken, ich trinke eigentlich wirklich nur stilles Wasser. Ich finde es viel, viel angenehmer wie Sprudel. Also wenn mir jemand anbietet, Sprudel oder Leitungswasser, ich gehe zur Leitung. Also ich trinke an sich übel gerne Leitungswasser. Ich finde es null schlimm, schlecht oder so, keine Ahnung. Manche gucken mich immer so an, du trinkst Leitungswasser? Ja, ich finde es geil. Ist günstig, love it, Schwabin. Nee, ja. Ich bin voll der Wassertyp. Ich mag natürlich auch Süßgetränke und so, aber da auch nicht alles. Da bin ich nur so bei den Basics. Cola, Sprite dabei, mehr. Ciao, ich mag nicht mal Fanta, dieser Geruch. Blah, ekelt mich richtig an. Und vom Essen her habe ich mit Marcello so meine Standards mittlerweile, was ich halt immer liebe, weil ich das halt damit verbinde, dass wir halt einfach chillen. Und zwar einmal Pitas und das andere wäre halt so Bruschetta. Bruschetta. Jetzt gehe ich hier in das ganz dunkle Braun.
Bist du jetzt glücklich mit deinem Namen und kannst du jetzt abschließen und neu starten? Ich muss wirklich sagen, also als ich den Namen geändert habe oder als es dann halt wirklich ich es final ändern konnte, als es halt Insta so geändert hat und ich das gesehen habe, dass mein Name jetzt geändert wurde, war ich sehr erleichtert. Hatte natürlich auch Angst, ob sich jetzt krass was verändert. Und es hat sich jetzt so von dem, was kommt, nicht stark verändert, aber von dem, wie es sich halt anfühlt für mich, hat es sich schon stark verändert. Deswegen, ich fühle mich sehr erleichtert und auch wirklich sehr, sehr gut und bin sehr zufrieden mit der Entscheidung. Ich hoffe, ihr auch. Was liebst du ganz besonders zur Weihnachtszeit? Ich liebe einfach irgendwie diese Wärme, also zum Beispiel diese Kaminwärme oder wenn man Tee trinkt, dieses Einkuscheln in eine Bettdecke und auch irgendwie das Gefühl, weil ich es jetzt nicht mehr so negativ verbinde mit der Schule, wenn man morgens nicht aus dem Bett will, weil es halt so kalt draußen ist und so warm unter der Decke. Ich finde es eigentlich so ein gemütliches Gefühl, wenn man, so wie ich jetzt mittlerweile, nicht mehr diesen Zwang hat, ich muss jetzt aufstehen zur Schule und jetzt kommt was Negatives, dann ist dieses Gefühl der warmen Bettdecke und dieser kalten Luft drumherum eigentlich was richtig Schönes. Würdest du abgesehen von Corona auswandern? Ja, würde ich. ihr alle wisst ja eigentlich, dass es mich so ein bisschen wegtreibt von hier. Das aber schon länger. Und ich bin auch total Amerika fixiert. Weiß nicht, wie das sich mit beiden verhält, ob ich da immer noch so Bock habe. Und wann man eh wieder in das Land kann, I don't know. Aber ja, ich bin auf jeden Fall noch nicht fertig mit dem Land und nicht urlaubsmäßig, sondern ich weiß irgendwie, das Land hat noch irgendwas für mich, was ich entdecken muss und was es mir zeigen möchte. Und irgendwas zieht mich total in dieses Land. Ja, und ich freue mich total drauf, wenn es möglich ist und ich dort die Erfahrungen sammeln kann und lernen kann, wachsen kann. Also, I'm super hyped. Außerdem ein anderes Land, das ich mir auch gut vorstellen könnte, wo ich auswandern würde oder was mich auch so ein bisschen anlockt, ist Perth, also Australien. Und da halt speziell Perth. Ich folge einer Influencerin, die dort wohnt und der folge ich schon Ewigkeiten, weil ich einfach nur mitbekommen will, wie Perth so ist, weil ich es einfach so schön finde. Also ihr könnt auch mal ihr Account anschauen, sie heißt Lily Board auf Insta und I'm in love. Ich glaube, diese Stadt ist so richtig mein Vibe. Noch ein bisschen mehr wie Amerika. Amerika sind mehr die Menschen, die mich so anziehen, aber Perth ist so vom Aussehen und von dem Look und so voll mein Vibe. Zumindest so, was ich gesehen habe. Ich war leider noch nicht dort. Du möchtest ja nicht die Pille nehmen. Ich glaube, es wären dir viele dankbar, wie du verhütest. Also, ich weiß nicht, ob der andere Girls Talk, da habe ich es ausführlich beantwortet, schon online kam oder erst online kommt. Wenn er schon online war, verlinke ich ihn euch unten. Da habe ich das genau erklärt, was für eine Verhütungsmethode ich benutze. Weshalb, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich bin dumm. Ich habe auf jeden Fall die Kupferspirale, Kupferkette habe ich und ich kann mich damit nicht beschweren. Ich habe sie jetzt schon einige Zeit und ja, ich bin super happy damit. Also ich bin super happy, dass ich das gemacht habe. Ich habe keine negativen Erscheinungen damit. Es kann ja sein, dass dadurch zum Beispiel die Periode mehr wehtut und ich hatte davor höllische Schmerzen, okay? Ich bin halb gestorben dabei, aber die sind weggegangen, die Schmerzen. Ich habe seitdem keine Schmerzen mehr, keine Krämpfe mehr, aber dafür blute ich halt wie ein Wasserfall, aber anderes Level an Wasserfall. Dafür kann ich halt hormonfrei verhüten. Kann ich euch übrigens auch nur sehr empfehlen. Könnt ihr euch mal darüber informieren. Vielleicht ist es was für euch. Redest du mit anderen, wenn es dir schlecht geht? Oder machst du alles mit alleine aus? Also mit mir alleine, denke ich mal. Ich bin gerade übrigens übel proud auf meine Verblendung mit dem Pinsel. Weil den Pinsel, mit dem kann ich normal nie verblenden. Aber ich habe irgendwie gerade den genommen. Ich nehme mal einen anderen. Kennt ihr selbst so eure Lieblingspinsel? Und wenn halt ein paar dreckig sind, dann sind halt die weg und dann seid ihr selbst. Also ich bin grundsätzlich eine Person, die wirklich nichts mit anderen so bespricht. Ich tue immer so ein bisschen was, so grob, ne? Aber ganz ausführlich über Gefühle reden mit anderen ganz schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass mich niemand versteht. Und deswegen wirklich aktiv so und ehrlich und sehr vertraut und sehr tiefgründig über Gefühle reden, tue ich wirklich eigentlich nur mit Marcello. Und nicht so krass viel mit Freunden, weil ich das Gefühl habe, die können mich nie nachvollziehen, weil ich auch nicht so viel Zeit mit meinen Freunden verbringe. Das klingt so doof, aber
Da hat er sich immer hin und her war mit der Beziehung mit Marcello, habe ich gar nicht so viel Zeit, meine Freunde 3-4 Mal die Woche zu sehen. Besser gesagt, es ist halt super schwierig, weil die auch sehr lange Schule haben und ich halt nicht mehr in der Schule bin und deswegen mir dort auch die Verbindungspunkte fehlen. Wenn man sich sieht, hat man sich noch was vor 3 Monaten zu erzählen und dann kommt es meistens gar nicht zu so krass tiefgründigen Gesprächen. Und an sich, wie gesagt, fällt es mir immer ganz schwer, weil ich das Gefühl habe, dass niemand meine Probleme versteht, weil niemand anders die hat, obwohl eigentlich die Probleme, die ich habe, jeder x-beliebige auch hat. Ich versuche übrigens gerade mit der ganz dunklen Braun hier meinen Cut ein bisschen zu intensivieren und den ein bisschen nach oben auszublenden. Ich muss die ganze Zeit oben im Display schauen, I'm so sorry. Wenn du dich entscheiden müsstest, entweder nie wieder Klamotten oder Schminke kaufen. Obwohl man es wahrscheinlich jetzt nicht erwartet, aber nie wieder Schminke kaufen. Aus dem Grund, weil ich schon so viel habe. Also ich habe schon alle möglichen Farben an Lidschatten und Lippenstiften und so und damit könnte ich auf jeden Fall nicht ganz den Rest meines Lebens, aber echt lange überstehen und Naturschönheit sei Dank. Aber ja, Klamotten, da wächst man raus, man hat einen neuen Style. Ja, ich finde Klamotten ein bisschen wichtiger wie Schminke, wenn es um Neukaufen geht. Findet ihr es? Mit der dunklen Braun gehe ich auch noch unten an meinen Wimpernkranz entlang. Ungefähr bis zur Hälfte. Wer inspiriert dich bei deinem Style? Ich benutze jetzt übrigens nochmal Concealer, um die Cut Crease herauszuarbeiten. Ich mache das jetzt nicht mit einem Q-Tips weg, weil ich zu faul bin, ins Bad zu laufen. Bei meinem Style, der Style, der ist real. Wer mich da inspiriert, ist einfach Instagram. Instagram und Pinterest, ich liebe die zwei Plattformen einfach, weil sie so, so inspirierend sind. Ich muss gerade nochmal meine Inspo auf Pinterest anschauen. Ja. Aber wenn ich mir einmal was in den Kopf gesetzt habe, wie ich das haben will, dann will ich das so. Und jetzt habe ich es schon wieder verkackt, ne? Oh, ich muss ganz kurz alles festhalten, weil, ne, das muss klappen, ihr versteht mich. Hi, das hat ja richtig gut geklappt. Also der Concealer, das ist heftig. Also der... Ich habe nie so einen heftigen Concealer gehabt. Ich benutze jetzt Pigmente, Leute. Ja, auf meinem Bett benutze ich Pigmente. Glaubt ihr auch, das ist eine geile Idee, oder? Okay, Augen zu und wünscht mir Glück. Oh mein Gott, I'm freaking in love, aber wie Pigmente halt so sind, fällt alles runter. Ich habe ja extra noch so ein Produkt, extra wegen den Pigmenten, damit die besser halten und genau das werde ich jetzt draufsetzen. Was haltest du davon, wenn man was mit einem Typen am Laufen hat, aber nicht richtige Beziehung? Also so Freundschaft plus mäßig. Guck mal, Eyeliner, Alter. An die muss ich mich jetzt gerade konzentrieren, ne? Sorry Leute, ich muss mich kurz für meine Eyeliner konzentrieren. Also Freundschaft plus, wer es machen will, soll es machen. Mein Ding wäre es jetzt nicht unbedingt, aber was soll ich davon halten? Mach, was du willst, du liebst nur einmal. Lass dich einfach nicht verarschen, versuch mit deinen Gefühlen offen umzugehen und auch falls sich da mehr draus entwickelt, das offen anzusprechen. Falls es einfach nur Spaß haben ist, so falls euch beiden einig seid, es ist nur Spaß und es für euch beide okay ist, where is the problem? Was machst du, wenn es dir gar nicht gut geht? To be real, ich schlafe einfach. Bester Tipp ever. Würdest du dich impfen lassen, wenn es eine Impfung gegen Covid-19 gäbe? Never ever freiwillig. Erstens, ich bin eh kein Fan von Impfen. Und nicht, weil es mir weh tut oder so, sondern einfach unser Körper kann sich gegen alles selber schützen. Nicht nur das, die ganze Pharmaindustrie und so, die existiert auch immer noch, auch wenn jetzt Corona da ist. Pharmaindustrie ist real. Davon profitieren die ganz schön und ja, es kommen wieder alle, aber wenn du dich nicht impfst, dann rettest du nicht die Weltbevölkerung. Der Impfstoff wurde noch fast gar nicht getestet. Wenn dieses Jahr ein Impfstoff rauskommen würde und ihr würdet direkt dahin rennen, euch impfen lassen. Leute, schön und gut, wenn ihr an die Impfungen glaubt und dass die toll getestet wurden, aber einen Impfstoff in so kurzer Zeit zu entwickeln, sei mal dahingestellt, Pharmaindustrie hin oder her. Denkt ihr, er ist richtig durchdacht? Denkt ihr, der wurde perfekt getestet? Abgesehen davon, dass es genug Studien gibt, dass der Impfstoff, der jetzt auf den Markt kommen soll, es gibt ihn schon länger, ja, aber er wurde nie zugelassen. Und das hat auch seine Gründe. So, no, I'm not für Impfen und allgemein auch nicht gegen Covid-19 zu impfen. Jetzt kommen wieder alle. Nicole, du schlechtes Vorbild, das kannst du doch nicht deinen Zuschauern raten. Doch, kann ich, weil hier ist mein Account und meine Meinung und die vertrete ich. Deine Meinung zu Cannabis als Medikament? Ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall als Medikament vielen Menschen helfen kann und das ist auf jeden Fall was, auch was Gutes in sich hat. Ich persönlich habe jetzt noch nicht das Gute in Cannabis entdeckt oder gespürt. Ich habe wirklich nur, ja, bis auf den Spaßfaktor in Anführungszeichen, sehr viele negative Erfahrungen damit gemacht. Ja, muss man nicht haben. Rate ich auch wirklich niemanden, das jetzt einfach so zu nehmen aus Lust und Lullerei und cool zu sein und so. Vor allem zu rauchen, hier Lunge, dies, das. Muss wirklich nicht sein, aber ich glaube, dass es wirklich auch in Zukunft ein bisschen mehr in die Medizin noch integriert werden könnte und vor allem ist es ja schon extrem viel Kosmetikprodukten, was ich richtig gut finde.
Und die Frage ist halt auch immer, ist man für THC oder CBD? Ja, das sind so Sachen, das ist ganz komplex und da gibt es mehrere Ansichten. Und es ist ja auch bewiesen, dass es schon vielen Leuten geholfen hat, die krank sind. Leute, ich bin proud of mein Augen-Make-up und bereue es gerade ein bisschen, dass wir 2 Uhr in der Nacht haben. Was ist deine größte Angst? Eigentlich eine richtig intime Frage, aber ich kann mittlerweile zum Glück sehr gut mit meinen Ängsten umgehen. Übrigens benutze ich jetzt die Anastasia Beverly Hills Highlighter-Palette. I mean love. Wie mit allen meinen Produkten. Ich benutze einen ganz hellen Ton, weil Weihnachtszeit, wir müssen richtig glänzern und funkeln. Meine größte Angst ist es tatsächlich zu versagen. Ich habe extrem Angst. Ist zu spät. Ich habe extrem viel Angst zu versagen und nicht gut genug zu sein und ja, das ist meine größte Angst. Ich habe überall die Partikel in meiner Fresse und kriege sie nicht raus. Kann Make-up ablaufen, also Lidschatten, Foundation und so weiter? Tatsächlich ja und ich zeige euch auch, woran ihr das seht. Und zwar hieran, seht ihr das? Dieses kleine Döschen. Ich benutze den jetzt seit 4-5 Jahren und der ist nach dem Öffnen 6 Monate mindestens haltbar oder... Ja, garantieren die Hersteller das. Danach, wenn du dann Ausschläge bekommst oder das halt nicht mehr gut ist, könnt ihr den halt nicht verklagen. Aber wenn es nach den 6 Monaten ihr irgendwie plötzlich damit Beschwerden bekommt, das Produkt nicht mehr so ist von der Konsistenz, wie es eigentlich sein sollte, dann kann man sich da beschweren. Und deswegen ist überall ein Ablaufdatum drauf. Und man sollte es eigentlich auch ein bisschen einhalten, vor allem bei so Sachen wie Foundation oder so. Die hier zum Beispiel ist 12 Monate oder haltbar, nachdem man sie geöffnet hat, also ein Jahr. Und der Hersteller garantiert nicht mehr, dass danach noch die Foundation genauso ist. Die Sache ist halt, so eine Foundation kann wirklich kippen, vor allem bei, wenn man sich so denkt, da sind teilweise auch tierische Produkte drin, nicht vegan Kosmetiken und dass tierische Produkte kippen, ist eh so eine Sache, es ist eine chemische Zusammensetzung. Also man kann nicht denken, dass alles für immer, also selbst Lidschatten kann schlecht werden. Man glaubt es nicht, wenn man manche Dinge schon echt Ewigkeiten benutzt, auch ich. Aber manchmal merkt man auch mit der Zeit beim Make-up, das hat einfach nicht mehr die Konsistenz, die es mal hatte. Die 3 wichtigsten Ratschläge, Tipps, die du deinem 17-jährigen Ich mitgeben würdest. Ich glaube, es wäre wirklich einmal, chill deine Nuggets. Und zweitens, scheiß auf andere Menschen. Und drittens, du bist gut, so wie du bist. Ich glaube, das wären meine Ratschläge, ja. Aber die würde ich nicht nur meinem 17-jährigen Ich mitgeben. Das würde ich einem immer mitgeben. Ich benutze jetzt übrigens diesen Lipstick hier von Kat Von D. Der Lipstick ist jetzt auch immer fertig. Ich habe ihn echt katastrophal aufgetragen, aber ich schaffe es nicht an. Ich habe hier schon die ganze Zeit abgeschmiert. Ich bin wirklich im Arsch. Es ist 2 Uhr nachts. Deswegen würde ich einmal sagen, sind wir hier Finish mit dem Look. Um noch kurz auf die Verlosung zu sprechen zu kommen. Ich verlose einmal hier diese Pinsel von BH Cosmetics. Sowie die Let It Glow Weihnachts Edition Highlighter Palette. Und dazu noch die Weihnachts Edition als Lidschatten Palette. Alles was ihr tun müsst, um dieses coole Package zu gewinnen, ist einmal einen Kommentar zu schreiben, was euch besonders in diesem Video gefallen hat. Und was bis jetzt in den Dezember Videos euer Lieblingsvideo ist. Und natürlich noch euren Instagram Namen dazu zu schreiben. Ich lose das Ganze dann über Instagram aus und schreibe natürlich der Gewinnerin per DM. Und was natürlich auch noch schön wäre, das Ganze ist ein Gewinnspiel für meine Follower, die für mich da sind, jedes Weihnachten, jeden Adventskalender aufs Neue. Deswegen würde es mich riesig freuen, wenn ihr teilnehmt, wenn ihr ein Abonnent meines Kanals seid und nicht, wenn ihr einfach Bock habt auf Gratisgeschenke. Wie gesagt, es soll ein Geschenk an meine Zuschauer sein. Deswegen würde es mich auch umso mehr freuen, wenn ihr das Video einen Like hochgibt und ja, that's it. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen, ihr vielleicht ein paar Inspirationen meines Make-ups aus euch, aus dem Video ziehen können. Und ich habe eine von euren Fragen vielleicht beantwortet. Wenn nicht, folgt mir gerne auf Instagram und stellt mir gerne nächstes Mal nochmal eine Frage. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video morgen. Bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.